Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute haben wir hier das Thema Automatikgetriebe und das werden wir anhand eines Fahrzeugs euch vorstellen. Wir haben hier einen BMW, der ist 6 Jahre alt und hat um die 140.000 Kilometer auf dem Tacho. Dieses Fahrzeug ist wie so oft ein Leasingrückläufer. Der Kunde hat das Fahrzeug gekauft und möchte das Auto länger fahren. Und wir werden anhand der Adaptionswerte gemeinsam auf die Suche gehen, wie ist der Zustand bei diesem Automatikgetriebe, welche Werte bedeuten was und was ist die richtige Maßnahme bei welchen Werten. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, zum Beispiel wie der Kunde hierher zu kommen, das Auto hier vor Ort zu prüfen, dann bieten wir natürlich auch die Möglichkeit, das aus der Ferne zu tun. Dabei schicken wir euch ein Kabel, so sieht das aus. Ihr braucht einen Laptop mit Internet und Windows und wir können von hier auf das Fahrzeug zugreifen. Natürlich können wir das Automatikgetriebe prüfen, die Adaptionswerte. Wir können aber auch die Komponenten des Motors prüfen, denn viele Komponenten des Motors kosten sehr viel Geld. Die Injektoren, der Partikelfilter oder Katalysator, Versottung und, und. Und wenn man so ein Fahrzeug kauft oder so ein Fahrzeug überlegt, länger zu behalten, dann macht es Sinn, die Sachen rechtzeitig zu prüfen, um rechtzeitig reagieren zu können. Bei dem Automatikgetriebe kann man anhand der Adaptionswerte sehen, wie ist der Zustand des Getriebes. Das heißt, wir haben einmal Kupplungsverdrücke und wir haben einmal Schnellführzeiten. Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass wenn die Adaptionswerte hoch sind, dann haben wir meistens einen Defekt der Mechatronik. In diesem Fall haben wir zum Beispiel Schnellführzeiten fast bei 30. Wir haben Kupplungsverdrücke über 200. Und bei solchen Fällen haben wir meistens immer einen Defekt, einen metallischen Defekt der Mechatronik. Wenn man diesen metallischen Defekt oder den Druckverlust an sich nicht behebt, dann wird euer Getriebe kaputt gehen. Denn ihr habt einen Druckverlust und der Druckverlust sorgt dafür, dass diese Kupplungslamellen, die wir hier haben, dass die schneller verschleißen. Und unser Ziel ist, das Getriebe vor dem Defekt, vor dem Getriebeschaden zu bewahren. Unser Ziel ist nicht, das Getriebe instand zu setzen, sondern wir wollen das Getriebe vor dem Schaden bewahren. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass die Getriebe so viel und so oft kaputt gehen, telefoniert gerne mal die Getriebeinstandsetzer in eurer Nähe ab und ihr werdet sehen, dass die meisten ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht sind. Und das ist nicht ohne Grund so. Und das ist in der heutigen Zeit nicht einfach, denn viele Teile sind nicht lieferbar und ein überholtes, repariertes Getriebe schaltet niemals so gut wie ein Getriebe, was noch nicht kaputt gegangen ist. Und das ist, was wir möchten. Anhand der Adaptionswerte sehen wir zum Beispiel einen Druckverlust. Der Druckverlust kann an verschiedenen Orten sein. Und darauf gehe ich einmal kurz ein. Wir werden in dem Video auf jeden Fall die Mechatronik, die wir hier sehen, von diesem Fahrzeug zerlegen. Ihr werdet euch angucken, wie viel Dreck sich in diesem Getriebe nach 150.000 und 6 Jahren gesammelt hat. Wir werden gemeinsam die Mechatronik auch prüfen, ob hier ein metallischer Verschleiß ist. Und ihr werdet sehen, wie man das prüft und im Vergleich mit einer anderen Mechatronik, dass man schwarz auf weiß sofort sehen kann, was Sache ist. Der Druckverlust kann an verschiedenen Stellen sein. Warum ist der Druckverlust für uns relevant? Weil das Getriebe funktioniert über einen Öldruck. Über Öldruck werden die Kupplungslamellen zusammengedrückt, so wie hier zum Beispiel. Wir sehen, wir haben hier zum Beispiel Luft. Das heißt, die Komponente hier geht runter und die Kupplungslamellen haften. Wenn wir irgendwo einen Druckverlust haben, dann haben wir das gleiche Problem wie beim Schalter, dass wir die Kupplung schleifen lassen. Und dadurch verschleißen natürlich die Kupplungen, die Beschichtung der Kupplung. Und das wollen wir nicht. Wir wollen diesen unnötigen Verschleiß vermeiden. Der Druckverlust kann an verschiedenen Stellen sein. Die eine Möglichkeit sind Dichtungen. Dichtungen zwischen dem Getriebe und der Mechatronik. Dort gibt es Dichtungen, durch die das ganze Öl fließt. Das ist ein möglicher Ort. Ein zweiter möglicher Ort ist die Dichtplatte in der Mechatronik. Das heißt, wenn wir die zerlegen, haben wir so zwei Hälften und diese zwei Hälften sind zum Beispiel durch so eine Dichtplatte voneinander getrennt. Und die einzelnen Bereiche sind voneinander abgedichtet durch eine Art Gummidichtung. Das ist wie eine Art Dichtmasse. Wenn diese Dichtmasse natürlich nach Jahren nicht mehr hält, nicht mehr dicht hält, dann haben wir dort einen Druckverlust. Es gibt zum Beispiel Firmen, die machen einfach, die tauschen nur die Dichtungen und die tauschen die Dichtplatte. Das ist schön und gut, aber was bringt uns das, wenn wir Geld bezahlt haben, wir haben eine Arbeit ausführen lassen, mag sein, die wurde perfekt gemacht, aber wir wissen nicht, ob der Druckverlust dadurch beseitigt wurde. Denn der dritte und wichtigste Ort
ist die Mechatronik selbst, das heißt der metallische Druckverlust. Hier kann man das sehen. Wir haben in der Mechatronik ein Gehäuse und in dem Gehäuse laufen Kolben. Die laufen hier hin und her. Das ist der Kolben, der hier drinnen sitzt. Ihr seht, wenn ich zum Beispiel hier was bewege, dann bewegt sich was. So, das heißt, diese Kolben müssen natürlich geschmiert werden. Wenn wir eine schlechte Schmierwirkung haben, dann haben wir natürlich mehr Reibung, dadurch haben wir Verschleiß. Und um zu prüfen, ob wir hier einen metallischen Verschleiß haben, können wir das über einen Kompressionstest machen, wie zum Beispiel bei einem Motor. Dort könnt ihr auch die Kompression messen und dann sieht man, habe ich dort Kompressionsverlust oder habe ich das nicht. Und genau das werden wir bei diesem Fahrzeug auch gemeinsam machen. Ihr werdet sehen, wie das funktioniert, wie man das macht und ob in dem Fall die Mechatronik tatsächlich defekt ist, so wie ich vermute, oder ob der Druckverlust nur an den Gummidichtungen oder an der Dichtplatte liegt. Wir haben jetzt hier die Mechatronik ausgebaut. Hier gucken wir uns auch gemeinsam an, in welchem Zustand ist die Ölwanne. Bei der Ölwanne können wir zwei sehr interessante Sachen sehen. Wir sehen einmal zum Beispiel, wie viele Späne wir auf den Magneten hier haben. Hier sieht man zum Beispiel, wie viel Abrieb wir haben. Oder hier vor allem, das ist ziemlich viel. Und was noch viel spannender ist, wir können uns anschauen, wie viel Aluabrieb ist hier. Und das könnt ihr hier sehen, das fließt jetzt aktuell hier raus. Und wir haben hier so kleine Partikel. Hier zum Beispiel ist ein bisschen größerer Partikel. Und anhand der Ölwanne können wir schon erahnen, wie ist der Zustand der Mechatronik. Denn dieser ganze Aluabrieb, der kommt ja irgendwo her. Und natürlich kommt er auch teilweise aus dem Getriebe. Aber wenn wir natürlich Aluabrieb haben, dann haben wir meistens auch einen Defekt der Mechatronik. Deswegen werden wir uns gemeinsam jetzt gleich die Mechatronik zerlegen und angucken, wie ist der Zustand. Bevor wir das machen, können wir uns das hier mal angucken. Das ist einmal die Ölpumpe für Start-Stopp. Normalerweise hat sie ja so eine Farbe. So, das heißt, das hier alles, was wir hier zum Beispiel sehen, das ist Alu, alles sozusagen, hier kann man den Unterschied sehen, ne? Wie viel Dreck wir hier haben. Das ist alles Lamellenabrieb und das ist alles das Zeug, was die Mechatronik kaputt macht. Das ist der Grund, warum man zum Beispiel die Spülung, den Ölwechsel früher machen muss, damit das Ganze einfach die Ölqualität in einem vernünftigen Zustand beibehält. Hier sehen wir zum Beispiel die Mechatronik-Hälften. Das ist die eine Hälfte, das ist die andere. Hier haben wir so eine Dichtplatte. Und hier sieht man zum Beispiel, bei der Dichtplatte haben wir hier diesen ganzen Lamellenabrieb. Und dieser Lamellenabrieb, das ist der Grund, warum ein Fahrzeug oft nach einer Spülung oder einem Ölwechsel schlechter schaltet als vorher. Denn das Öl hat die Eigenschaften, sozusagen diesen ganzen Dreck rauszuwaschen. Aber der Dreck, der kommt dann nicht raus, sondern er wandert. Er wandert zum Beispiel von dem Bereich in diesen Bereich. Und dadurch schaltet das Getriebe schlechter. Hier sehen wir zum Beispiel eine Beschädigung der Dichtplatte. Ihr seht, hier ist zum Beispiel die Dichtplatte beschädigt. Das heißt, der Bereich hier ist nicht mehr dicht. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einen Druckverlust. Hier kann man zum Beispiel auch sehen, die ganze Lamellenabrieb, was man hier zum Beispiel sehen kann. Das ist das Zeug, was das Getriebe kaputt macht, beziehungsweise die Mechatronik. Was wir bei dieser Mechatronik interessant sehen können, ist, es ist die aktuelle Version der Mechatronik, die häufiger kaputt geht. Warum geht sie häufiger kaputt? Weil wir haben hier eine Modifikation, die leider schlechter ist als die Mechatroniken der vorherigen Generation. Wir haben in der Mechatronik haben wir Kolben. Diese Kolben, die bewegen sich hier. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, wenn ich hier drauf drücke, dann bewegt sich hier was. Die sorgen dafür, dass da sozusagen das Fahrzeug schaltet und fährt. Ihr seht, hier haben wir ganz viele Kolben. Aber was uns hier auffällt, wir haben hier nur ein Gehäuse. Wir haben keinen einzigen Kolben mehr. Wenn wir uns die Mechatronik der alten Generation angucken, das ist sozusagen die beiden Hälften. Ich nehme die Hälfte mal mit, dann könnt ihr das gleich selber sehen und vergleichen. Ihr seht zum Beispiel, bei dieser Hälfte haben wir Kolben, die sich hier bewegen. Zum Beispiel ein Kolben, zweiter Kolben, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter. Das heißt, dadurch haben wir natürlich die Kraft der Mechatronik auf zwei Hälften aufgeteilt. Hier muss nur eine einzige Hälfte die ganze Arbeit leisten. Und wenn dann dazu noch kommt, dass man das Öl zu selten wechselt, dann haben wir natürlich eine schlechte Schmierwirkung und dann passiert das, was wir hier sehen. Und durch diesen sozusagen Reibeffekt
geht die Mechatronik kaputt. Wir werden die jetzt reinigen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, diesen ganzen Lamellenabrieb hier rauszukriegen, ist, die per Hand zu reinigen. Und dann werden wir die gleich gemeinsam prüfen auf Kompression. Das heißt, wir werden die beiden oder die verschiedenen Bereiche prüfen. Und als Vergleich haben wir hier eine gebrauchte Mechatronik, dass man einfach sehen kann, inwieweit unterscheiden die sich. Das ist eine gebrauchte Mechatronik mit um die 40.000, 50.000 Kilometer. Und diese Mechatronik hat natürlich deutlich mehr. So, hier haben wir jetzt die Stunde der Wahrheit. Wir haben jetzt beide Mechatroniken hier, das heißt die gebrauchte ebenfalls defekte Mechatronik und die aus diesem Fahrzeug. Und wir haben die schon geprüft und wir haben festgestellt, zum Beispiel diese Mechatronik hat zwei defekte Bereiche in diesem Bereich. Diese Mechatronik hat leider drei defekte Bereiche in einem anderen Bereich. Und das sehen wir leider bei den neueren Generationen der Mechatronik häufiger. Auch bei Fahrzeugen, auch deutlich unter 200.000 Kilometern. Und wenn man diesen Druckverlust nicht beseitigt, indem man die Mechatronik tauscht, wird das Getriebe irgendwann kaputt gehen. Das heißt, ihr habt dadurch einen Mehrverschleiß permanent. So, ich zeige euch einmal, wie wir das prüfen. In diesem Bereich zum Beispiel könnt ihr sehen, haben wir hier Werte von ungefähr 12. Ja, das heißt, wir haben hier Werte unter 18, wir haben hier einen Verschleiß. In diesem Bereich hier haben wir der gleiche Bereich Werte über 20. Das heißt, hier ist es heil. Wenn wir zum Beispiel über diesen Bereich hier prüfen, das ist 1 zu 1 die gleiche Mechatronik, haben wir hier einen Wert von 6. Prüfen wir den gleichen Bereich hier, haben wir hier wenigstens schon mal einen Wert von 12. Die ist natürlich auch defekt, aber ihr seht, wir haben schon bessere Werte. Wenn die heil wäre, hätten wir hier Werte von mindestens 16. Wir prüfen diesen Bereich hier. Man hört schon das Zischen, aber ihr habt hier zum Beispiel einen Wert von 12. Prüfen wir den gleichen Bereich hier. Ihr seht, wir haben über 17. Der dritte Bereich, kann man hier einmal gucken, haben wir Werte von 11 und derselbe Bereich haben wir Werte von ca. 19. Diese Mechatronik, die defekte Mechatronik, ist auch kaputt. Das Fahrzeug hatte um die 50.000 Kilometer gelaufen und die ist aus einem 140i oder 240i oder 340i. Das heißt, ein sehr stark motorisiertes Fahrzeug. Und deswegen hat der Kunde auch gesagt, ich werde das Fahrzeug die nächsten Jahre fahren. Und solange die Mechatronik lieferbar ist, solange die man kaufen kann, will ich die getauscht haben. Denn er hat das Fahrzeug schon so gekauft. Das ist natürlich nicht normal, dass die bei 40.000, 50.000 kaputt geht. Aber wenn man einen starken Motor hat, die Leistung auch nutzt, kann das natürlich auch passieren. In diesem Fall sehen wir das Ergebnis und das ist natürlich schade, aber wenn man hier das nicht wissen würde, dann kann man auch nicht reagieren. In dem Fall, um den Getriebeschaden zu vermeiden, vorzubeugen, muss man den Druckverlust beseitigen und der Druckverlust ist hier leider metallischer Natur in der Mechatronik selbst.